BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Mal als tapfer und todesmutig, mal als eine saufende Räuberbande. So bezeichneten verschiedene antike griechische und römische Autoren die Kelten. Dabei besaßen die Kelten großes handwerkliches Geschick, was uns die archäologischen Funde beweisen. In Grabenstätten auf der Schwäbischen Alb können sich nun interessierte Besucher mithilfe eines Kelten-Erlebnispfades ein Bild von dieser bedeutenden Stätte machen und in eine Welt von vor über 2500 Jahren eintauchen. Hoch auf der Schwäbischen Alb siedelte das antike Volk der Kelten. An vielen Stellen auf der Alb haben die Kelten ihre Spuren hinterlassen. Heuneburg, der Berg Ipf bei Bopfingen und eben hier in Grabenstätten. In diesem Ort graben seit über 100 Jahren Archäologen nach Spuren keltischer Besiedlung. Im Zuge dieser Grabungen haben Forscher ein riesiges Areal ausgegraben, das Anzeichen von Besiedlungen seit 1000 vor Christus belegt. Doch wer waren die Bewohner und wie haben sie gelebt? Das können nun Besucher eines Kelten-Erlebnispfades multimedial mit Hilfe einer App erkunden. Wir sind hier in Baden-Württemberg am Heidengraben im Zentrum der keltischen Kultur, die sich dann über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg ausgebreitet hat, über ganz Europa, auf die britischen Inseln bis nach Spanien. Doch bevor die keltische Kultur untergegangen ist, haben die Bewohner in Grabenstätten im Laufe der Jahrhunderte eine der größten keltischen Siedlungen Mitteleuropas geschaffen. Das sogenannte Oppidum-Heidengraben umfasste um 100 vor Christus ein Gebiet von 17 Quadratkilometern. Unter einem Oppidum versteht man in der Forschung eine befestigte Anlage in der Latènezeit, die sich von 450 vor Christus bis etwa 50 nach Christus erstreckte. Der 6 Kilometer lange Erlebnispfad lässt die Besucher an 9 Stationen eintauchen in eine Welt, die die damaligen Menschen und ihre Lebensverhältnisse zeigen sollen. Die angereisten Gäste aus Kommunal- und Bundespolitik zeigten sich begeistert über den eröffneten Erlebnispfad. Ich finde es großartig. Erstens haben wir hier wirklich ein herausragendes kulturelles Erbe. Und dass dieses jetzt so erschlossen wird, zugänglich gemacht wird, auch mit modernen Medien, mit einer separaten App, die neben den Stationen die Haptik, Visualisierung, Akustik und vieles bieten, uns die Möglichkeit gibt, das Ganze hier kennenzulernen, ist wirklich großartig. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Das ist wirklich eine Chance, wie wir hier aus diesem Juwel, das aber noch ganz, ganz arg von Dreck umschlossen ist, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, dieses Juwel hervorholen und den Besucherinnen und Besuchern, aber auch unsere eigenen Leute aus dem Kreis Reutlingen, aus dem Kreis Esslingen erlebbar machen, damit sie hier sehen, was sie seither im Vorbeisehen schon wahrgenommen haben. Jeder kennt diese Hügel hier am Burrenhof, ja. Aber was das bedeutet, was das für ein geschichtliches Juwel ist, um das Bild nochmal zu nehmen, das kann man jetzt erfahren. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Projekt nicht wie geplant im vergangenen Jahr offiziell eröffnet werden. Umso mehr erfreute es die Projektteilnehmer, nun den Startschuss in diesem Jahr zu geben. Das hoben alle Redner am Eröffnungstag hervor und betonten das wichtige kulturelle Erbe für die Region. Neben dem nun eröffneten Erlebnisweg soll in absehbarer Zeit ein Infozentrum gebaut werden. Neben dem Weg, neben dem multimedialen Weg, der nun schon einen Meilenstein setzt, wird dann ein Besucherzentrum, Besucherinnen und Besucherzentrum, ein Informationszentrum hier entstehen am Schnittpunkt der drei Gemeinden. Auch das wollen wir multimedial als Mitmach- und Erlebniszentrum gestalten, für Jung und Alt barrierefrei, das letztendlich mit diesem Keltenerlebnispfad eine Einheit bildet und alle Leute, die hierher kommen, nun eben ja, in die Geschichte und durch dieses einmalige Kulturdenkmal führt. Die Gesamtkosten des Projekts Keltenerlebnispfad belaufen sich auf etwa 550.000 Euro und wurden mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Baden-Württemberg finanziert. Mit dem Ausbau des Heidengraben bekommt somit ein weiterer bedeutender Ort des keltischen Erbes in Baden-Württemberg seine Anerkennung. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.